Kinners, willkommen zurück zu Minecraft Wii U. Beim letzten Mal habe ich euch so ein bisschen gezeigt, wie man braut, und heute werden wir unser Wissen ein wenig erweitern. Ja, wir werden unseren Horizont erweitern, kann man sagen. Ja. Wir haben nämlich beim letzten Mal angefangen mit den Wunderbeeren. Wie sagt man dazu am besten? Seltsamen Tränken. Ja. Und sowas herzustellen, also genau, also auch so Tränke und sowas zu brauen, das verbraucht vor allem Ressourcen. Die muss man sich von Gegnern beschaffen, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, das hört sich echt an wie ein Zombie, wie ein Creeper. Auf Crack. Na? Gehen wir eine Runde baden, fette Sau. Nee, anders gesagt, man braucht halt Rohstoffe und die müssen halt irgendwie wieder beschafft werden. Das macht man halt normalerweise bei Gegnern. Apropos Gegner. Der Creeper, nicht der Creeper. Der Enderman. Ich komme heute echt mit den Namen durcheinander. Ohne Witz. Erstmal natürlich du. Ey, ich hab dich gar nicht angeguckt. Ich hab dich nicht angeguckt. Weg mit dir. Wir kriegen einfach null Enderperlen. Es ist einfach zum Kotzen, muss ich sagen, ne? Wie wir einfach null Enderperlen kriegen. Wie sollen wir denn irgendwann das Enderportal finden? Das ist zum Kotzen. Ist wirklich traurig, ist das. So, ich glaube, wir haben wieder Schwarzpulver bekommen. Und Schwarzpulver ist ja auch wichtig zum, ich sag's mal, um normale, gewöhnliche Tränke oder halt um normale Glasflaschen umzuwandeln in Wurftränke. Ja. Das ist so das ABC, das kleine ABC und 1x1 und 2x2 der Tränke. Wunderbar. Ich würde sagen, ich ziehe mal ein bisschen besseres Equip an und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Aber cutten werde ich das nicht, denn das ist Minecraft. In Minecraft brauchst du gar nicht zu cutten. Ja, hi, baby. Zwei Creepers! Weg mit euch! Ah, wir werden verfolgt! Ah. Boah, ich dachte echt, der würde hinter mir stehen, ey. Das wäre echt scheiße gewesen. So, was ist mir ausgegangen? Ich glaube, die Brustplatte ging mir aus, ne? Und die Hose auch. Oh. Ja, dann wird's aber höchste Eisenbahn, Kinders. Mensch, gut, dass ich noch eine Hose und eine Brustplatte auf Vorrat hatte, du. Das war echt nice. So. Und ein verzaubertes Schwert, bitte, wenn es noch geht. Ja. Haltbarkeit 1. Schärfe 3, Rückstoß 2. Ah, okay, das ist das beste Schwert überhaupt, was ich jetzt gerade in meinem Equip habe, Alter. Wie viel Angriffsstärke hat das? 9,8. In Minecraft PvP holt man sich meistens so verzauberte Holzschwerter. Und die haben dafür gewöhnlich, ich sag mal, einen Angriff von 6,5. Weg. Komm her. Hui. Hui, Bu, das Schlossgespenst. Bu. Das ist so schön, ne? Ah, mit diesem Schwert besiegst du einfach alles. Naja. Alles in Hand umdrehen. Bam! Und bam! Immer noch keine Enderperle. Die gehen so flöten, Alter. Oh, ist das cool, ey. Rückstoß 2, ne? Ja, trotzdem, es fühlt sich an wie Rückstoß 1105, ey. Junge, wie fällst du aus, Mann? Du hast eine scheiß Goldrüstung an, Alter. Ha.
Aber sowas muss ja auch mal irgendwie sein, ne? So ein schönes Farming. Ich meine, ich bin ja auch Prinz Farming. Ich als Prinz Farming farme gerne Princess. Ja. So ungefähr. Aber wisst ihr, was ich an meinem Fernseher hasse, auf den ich jedes Mal drauf gucke, wenn ich aufnehme? Hi. Ich habe, ungelogen, ich bekomme jeden Tag so dreimal die Nachricht angezeigt, Fernseher herunterfahren. Und ich will das nicht, weil ich möchte natürlich weiterspielen und auf dem Fernseher weiterspielen, ist ja ganz klar. Aber, naja, der Fernseher hat irgendwie so eine Schlaffunktion. Obwohl die aus sein sollte. Und das tue ich nicht verstehen. Ja? Ich habe diese Schlaffunktion ausgestellt. Und trotzdem läuft das Ganze weiter wie irgendwas anderes. Da habe ich mich jetzt so sicher gefühlt. Schnell ins Dorf gehen. Ah! Hey, lass mich doch ruhig. Ich bin... Hallo. Nein! Schöne Dorf. Wo kommt ihr alle her, Mann? Ja, andererseits, das Dorf ist ja sowieso im Arsch, weil hier keine... Villager mehr sind. Dabei ist es an uns, das Dorf zu bevölkern. Ja. Ist noch die Spinne? Da ist sie ja noch. Ich sollte im allerhöchsten Notfall nur das Schwert benutzen, weil ich habe es jetzt gerade wieder so exzessiv benutzt, Mann. Ah. Und da hinten ist wieder eine Hexe. Komm, ich will sie noch kriegen. Ich will sie noch kriegen, bevor sie jetzt abhaut. Komm. Und da hinten ist noch ein Enderman. Also wir haben echt viel Stuff hier gerade am Start. Hey, hör auf, sie alle zu rauchen, du Arsch. Drrr. Wunderbär. Ich glaube, sie hat Schwarzpulver ausgespuckt, ne? Oh, wunderbär. Schön. Nein. Jetzt nicht abhauen. Bloß nicht abhauen. Ja, wir sind doch Freunde. Wir können doch miteinander reden. Hallo. Spuck doch mal eine Enderperle aus. Das kann doch nicht sein. Ey, wie viel Pech kann man eigentlich haben im Leben, Mann? Das kann doch echt nicht sein. Ey, bleib ruhig, okay? Nee, aber ohne Scheiß, es kann doch nicht sein. Wie viele Endermen haben wir schon getötet in diesem Let's Play? Wie viele? Und besonders in dieser Welt. Es kommt einfach keine Enderperle bei raus. Wir haben nur eine einzige und das kann doch nicht sein. Komm schon. Mann, 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 Mann. Aber gut, wir wollten sowieso nur so ein bisschen Stuff farmen. Wäre zwar schön gewesen, da noch ein bisschen was an, ich sag mal, Enderperlen und so weiter mitzunehmen, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und wenn das Spiel nicht möchte, dann möchte das Spiel halt nicht. Ja. Das heißt, wir müssen uns auch wirklich jetzt die nächsten Nächte öfter mal umgucken nach irgendwelchen Endermännern. Das heißt, wir gehen dann nicht pennen, wir gehen dann wirklich auf die Jagd. Es ist halt so, ich brauche Enderperlen, Kinder. Ich möchte nicht in 10 Jahren erst in der Enderfestung sein. Ne? Das Ziel des Let's Plays ist aber doch ganz klar, ich will den Enderdrachen eigenhändig besiegen. So. Fakt. Naja, ob das klappt oder nicht, das werden wir herausfinden, hallo. Aber erstmal wollte ich mir ja Truhen machen, ne? Genau. Hi. Warte, wir machen das mal anders. Wir machen das mal ganz anders, Kinders. Wir machen uns zwar zwei Truhen, aber die Flaschen kommen hier hin. So, das Schild. Wie macht man nochmal ein Schild? Ach, wie ging das nochmal? Sticks und Holz? Womöglich. So. Fäden. Wunderbar.
Ein Eisenbarren, der wahrscheinlich von der Hexe kam oder so. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt das Schild. Wie macht man das nochmal? Nicht irgendwie so. Und dann machen irgendwie... Ja, guck an. Ich kann's also doch. Ich bin zwar dumm, aber nicht zu dumm für diese Welt. Aha! So. Wurf. Ich nenne das ganz einfach Wurfflaschen. Ne, Wurftränke. Wurfflaschen, Alter. So. Hätten wir. Dann packen wir mal die ersten rein. Zack. Zack. Gut. Und dann machen wir ein bisschen weiter mit dem Tränke verfeinern und so weiter. Ja. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, so ein Trank der Feuerbeständigkeit wäre nicht schlecht, ne? Oder der Feuerresistenz, besser gesagt. Aber gibt's auch nicht so einen Trank der, des Unterwassersehens oder irgendwie sowas? Kennt ihr das? Gab es da nicht mal irgendwie sowas? Trank der Sichtbarkeit oder irgendwie sowas? Nicht nur nachts, sondern auch so unter Wasser. Irgendwas. Puh. Also ich habe ja gerade so ein Blatt vor mir, also so eine Bilddatei, und da steht's nicht drauf. Leider. Es wurden bestimmt auch so ein paar Sachen hinzugefügt, aber ich kann es jetzt gerade echt nicht sehen. Na? Aber okay, wir machen uns erstmal... Puh. Was machen wir uns jetzt erstmal? Puh, das ist eine gute Frage. Ich nehme mal die Magma-Creme, weil das brauchen wir auch, definitiv. So, das ist hier, zack. Und dann Schleimwelle. Warum Schleimwelle, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Und dann noch natürlich, man darf nicht vergessen, die Lore-Route. Warum? Kommen wir gleich drauf zu sprechen, Kinders. Also Fräsenfacts und bye. Gut. Ihr seht, man braucht quasi eine Lore-Route, um zweimal Lohnstaub herzustellen. Zack. Machen wir das. Dann Schleimwelle plus Lohnstaub ergibt Magma-Creme. Kommt ihr doch mit oder bin ich zu schnell? So. Und damit können wir quasi richtig gute Sachen anstellen. Wir können jetzt mit dieser Magma-Creme ziemlich viel Stuff machen. Erstmal natürlich die Wasserflaschen wieder soweit. Zu seltsamen Tränken umwandeln. Dann läuft das. Wisst ihr, was mir aber jetzt wieder so wichtig ist? Eine dritte Kiste. Also eine Kiste pur für Glasflaschen, dachte ich mir. Zweite Kiste für Wurftränke, die dritte halt für Tränke. Ich werde es doch sowieso machen. Aber dann ist die ganze Trennung wieder für den Arsch, ne? Wisst ihr was? Die ersten drei Kisten werden die ganzen Trankkisten sein. Oh ja, hi. Baby. Hi. Das heißt, hier kommen nur Glasflaschen rein, wirklich nur Glasflaschen. Dann hier Tränke und so weiter. Also komm her. So. Tränke. Ist jetzt ein bisschen doof, aber ich will es echt so machen. Das ist besser. Es ist einfach besser. Tränke. Und... Wurftränke, ne? Genau. Wurftränke. Zack. Weil eine Glasflasche ist kein Trank. Das muss man ganz ehrlich so sagen, Kinas. Das glauben jetzt wieder viele nicht, aber es ist wirklich so. Ja. Das heißt... Gut, wir werden jetzt zwar nichts reinpacken, weil wir keine... Ich sag jetzt mal... Vielleicht packen wir aber die Wasserflaschen rein. Oder soll ich die Wasserflaschen drin lassen? Ich denke mal, die Wasserflaschen lasse ich drin, weil die zählen noch unter Flaschen. Ja? Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie eine Wasserflaschenkiste zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann ich ja gleich eine Tank der Geschwindigkeit Kiste machen. Und das ist auch Schwachsinn.
Na? So. Dass ich aber echt keinen Platz mehr im Inventar frei habe, ne? Zum Kotzen ist das. Zack, zack. Hätten wir. So, jetzt sind die Tränke soweit erstmal wieder durch und sind alle wieder seltsam. Dann, Kinas, nehmen wir uns zur Hand. Wie sagt man dazu am besten? Ohne, dass ihr anfangt zu weinen. Wir nehmen uns die Magma-Creme. Packen die rein. Und man verbraucht, glaube ich, immer, egal ob eine Flasche oder drei Flaschen, immer eine Einheit. Deswegen macht euch am besten immer drei fertig. Na, also drei Flaschen. Also drei Tränke. Ihr wisst Bescheid. In der Zeit, wo das braut, packe ich schon mal die unnötigsten Sachen, die ich jetzt mal gerade habe, weg. Und zwar das Rotten Flesh kann weg. Kann ich mit Rotten Flesh denn nichts anfangen? Wahrscheinlich nicht. Warum sollte man mit Rotten Flesh irgendwas brauen können? Ja? Warum sollte das gehen? Kai, bist du irgendwie vollkommen behindert? Ich habe ihn schon immer gehasst, ey. Ah. Zack. Knochen habe ich extrem viele wieder am Start, ne? Wow. Boah, ich habe so viele Knochen, Mann. Was soll ich damit anstellen? Das ist zu viel für mich. Ey. Zack. So. Alles durch. Ja, guckt mal an. Jetzt haben wir quasi den Trank des Feuerwiderstands. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas mit Lava zu tun hat. Aber okay. So. Ich sage euch jetzt ganz kurz, was ihr noch mit diesem Trank machen könnt. Ihr könnt euch quasi mit diesem Trank nochmal... Ihr könnt ihn verfeinern. Zum Trank der Feuer ist es Resistenz Plus. Dann geht er 8 Minuten. Oder aber, ihr macht euch quasi einen Trank der Langsamkeit. Da braucht ihr ein fermentiertes Spinnenauge für. Und wie das fermentierte Spinnenauge aussieht, kommen wir gleich drauf zu sprechen. So. Ihr wisst Bescheid. Erstmal packen wir Redstone drauf. Ich glaube, mit Glowstone dürfte das nicht funktionieren, ja. Man kann diesen Trank des Feuerwiderstands, der Feuerresistenz, nicht irgendwie verfeinern. Im Sinne von, du kannst das konzentrieren, das geht nicht. Was auch Sinn macht, weil wie willst du quasi mehr Feuerwiderstand bekommen? Das macht keinen Sinn. Ja. Dann frage ich aber, sind diese Tränke auch für die Lava gedacht, dass wir quasi in der Lava schwimmen können? Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Das müsst ihr mir erklären, Kinders. Na, das weiß ich ja nicht. So, dann machen wir uns wieder eine Wasserflasche voll, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, zur Truhe zu gehen. Und da haben wir Trank des Feuerwiderstands, man kann sagen Plus, der 8 Minuten geht. Geil, ne? Dachte ich mir auch schon. So, wieder die normalen Wasserflaschen reinpacken. Spinnenauge. Und jetzt zeige ich, wie man ein fermentiertes Spinnenauge macht. Ihr braucht dafür nichts anderes als... Und jetzt holt das Kochbuch raus, Kinders. Aha! Ihr braucht dafür nichts anderes als... Na, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Spinnenauge, hallo! Hä? Spinnenauge? Behindert? Ich habe die Netherwarze mit den Spinnenaugen verwechselt. Cool, ne? Dachte ich mir. So, dann... wie gesagt... Um ein fermentiertes Spinnenauge herzustellen, Kinder, braucht ihr nichts anderes als Spinnenauge, ist ja ganz klar. Dann braucht ihr Zucker und Pilze. Da ich aber ein bisschen mehr Zucker haben möchte, hole ich mir erstmal so ein paar, komm, heb auf, hole ich mir ein paar Zuckerrohre und mache mir daraus richtig schönen Zucker. Sollte reichen. Dann können wir auch irgendwann anfangen, irgendwie so Kuchen und sowas zu machen. Oh, okay, das Kuchen, Alter. Oh, geil. Aber wenn ich jetzt gerade den Zucker sehe, erinnert mich das voll an Kuchen. Aber gut. So. Wir generisieren uns das Spinnenauge. Danach kommt Zucker und dann kommt der Pilz. Und dann hat man quasi ein fermentiertes Spinnenauge. Cool, ne? 5 sollten erstmal reichen. Ich will auch nicht übertreiben. Oh. Mit dem Reimen. Oh.
So. Also, nochmal zum Mitschreiben. Wasserflasche, Netawarze, oder besser gesagt, Glasflasche plus Wasser, Wasserflasche. Wasserflasche plus Netawarze, seltsamer Trank. Seltsamer Trank plus alle möglichen Sachen, die ihr euch auf Minecraft-Wiki anschauen könnt, gleich irgendwelche Tränke, die ihr euch auf Minecraft-Wiki anschauen könnt. Zack. Wo war ich stehen geblieben? Kann ich auch den Pilz nehmen? Nee, ne? Pilz geht nicht. Ich kann den Pilz nicht mal reinlegen. Sehr krass. Aber ich kann auch schon mal aus diesen normalen Tränken oder aus diesen seltsamen Tränken kann ich schon quasi Wurftränke machen. Gut, die heißen hier mondäne Tränke. Okay. Sie heißen auf Minecraft Wiki seltsam. Aber okay, es ist derselbe Effekt. Mondän, seltsam. Ist das gleiche. So. Wie gesagt, jetzt nehmt euch wieder Magma-Creme. Hallo, was denn? Was habe ich gemacht? Mondäner Trank. Warte mal. Was habe ich damit jetzt gemacht? Was habe ich damit jetzt angestellt? Habe ich die jetzt kaputt gemacht, die Tränke? Hä? Ich habe doch die Netawarzen reingelegt. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Egal, wir machen mal, wir gucken mal, was jetzt passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Was jetzt mit diesen mondänen Tränken passiert. Dann ist mondän doch nicht seltsam. Dann hießen die doch seltsam. Was ist dann mondän? Trank der Schwäche. Aha. Guck an. Trank der Schwäche. Damit könnt ihr quasi Zombie-Dorfbewohner in normale zurückverwandeln. Das ist quasi ein, ich sag jetzt mal, das ist ein, ja, ein Bestandteil der Zeremonie, um einen Dorfbewohner Zombie in einen Dorfbewohner umzuwandeln. Ja. Und jetzt machen wir uns daraus werfbare Tränke, oder Wurftränke besser gesagt, weil es macht ja keinen Sinn, die selber zu sich zu nehmen. Das wäre schon extrem dumm, oder? Oh, ich trinke jetzt mal einen Trank der Schwäche. Ja, du hast es geschafft, Kinders. Ihr habt es echt, ja, hi. Packen wir rein. Ich habe die gar nicht rausgeholt. Aber warum ist gerade eben ein moderner Trank entstanden? Ich verstehe das nicht. Was war der Grund dafür? Ich checke nicht. Wirklich komisch. So. Tränke. Sagen wir, staffeln das mal aus. Also, wir werden uns jetzt zwar keine... Also, sagen wir jetzt mal, wir machen uns pro Zeile so einen Trank. Eine Trankart. Die wird irgendwann voll. Dann packen wir das einfach irgendwie so voll, wie es uns gerade beliebt. Also, das ist jetzt gerade nicht so, als würden wir... Als müssen wir das alles voll stopfen. Und jetzt müssen wir das quasi alles so schön peinlich genau trennen. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht keinen Sinn. Ist auch noch nebenbei extrem dumm. So. Wäre das erstmal alles soweit? Habe ich euch das jetzt soweit alles erklärt? Vielleicht. Ich denke aber, für ein paar Wasserflaschen ist noch Zeit. Aber warum gerade eben? Wieso? Wurde aus den... Warte mal, wegen dem hier. Wegen dem Spinnenauge wurden sie zu dem mondänen Trank. Ich habe mich umgedreht, habe was gemacht und danach sind quasi diese mondänen Tränke entstanden. Krass, ne? Oh, wie cool ist das denn? Wow. Heftig, wirklich krass. Ich habe es mal wieder geschafft. Naja, ich glaube auch irgendwie, dass wir uns damit einen Zwischenschritt gespart haben, weil Trank der Schwäche, den stellst du normalerweise anders her. Und zwar, oder? Wir haben sogar einen Schritt mehr benutzt. Nee, haben wir nicht. Oder? Puh. Ein Spinnenauge. Nee, das ist gerade für mich extrem
Wow. Extrem neu. Oho. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Naja, ihr habt gesehen, es geht auch so, wie es gerade eben ging. Und da könnt ihr euch erstmal einen drauf callen. Gut. So. Habt ihr Bock auf einen Trank der Nachtsicht? Ich habe auch extrem Bock darauf. Warte mal, wir machen uns mal einen. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall, ich sage es mal so, Goldklumpen. Die machen wir uns, glaube ich, so. Aha. Dann holen wir uns Karotten. 11 sollten erstmal reichen. Karotte in die Mitte. Alles andere quasi außen. Und dann werdet ihr sehen, Kinas, dass daraus ganz fabelhafte, wunderschöne, wenn auch nicht gerade allzu besonnene Goldklumpen werden. Ist das nicht schön? Wunderbar, nicht wahr? Wenn man ganz genau aufgepasst hat, hat man sogar gesehen, wie diese Goldkarotten sich verwandelt haben. Ich rede gerade wie so ein Redakteur vom Kika, ey, vom Kinderkanal. Kennt ihr den noch? Für alle, die nicht wissen, was der Kinderkanal ist, das werde ich euch kurz erklären. Das ist ein Kinderkanal gewesen. Guten Tag. Oh, es gibt sogar den Trank der Unsichtbarkeit. Oh mein Gott, Kinders, Alter. Ich bin gerade so hier im Forscherwahn, ey. Ich würde so viel machen, dabei ist die Zeit auch immer so knapp, ey. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für heute, oder? Nee, wir beenden jetzt gleich den Part. Kinders, ich wollte euch nur so ein paar Tränke zeigen. Jetzt haben wir den Trank der Nachtsicht. Schmeißen den kurz rein, wir haben ja sowieso Nacht. Kann ich euch zeigen, was passiert, wenn wir den einwerfen. Nee. Lohnt sich nicht, machen wir im nächsten Part, wenn im nächsten Part wieder Nacht wird. Tut mir leid, aber das hätte sich nicht gelohnt. So. Kinders, ich hoffe, ihr seid jetzt ein Stückchen schlauer geworden, was Tränke anbelangt. Ich habe jetzt nicht immer zu 100% alles richtig gesagt. Aber letzten Endes denke ich doch, dass es alles eine sehr informative Scheiße war, die man sich da geben konnte. Wir packen das mal hier hin. Scheiß da drauf. Na, ich hoffe, dass ihr euch da was abschauen konntet, falls ihr es nicht vorher wusstet, aber ich glaube, ich rede hier gerade sowieso gegen eine Wand, weil, komm schon, ihr kennt das doch alles sowieso besser als ich. Na? Ja, ich glaube, sowas wie Spinnenauge und all der ganze Scheiß zählt unter Random Stuff. Außer die Netherwarzen. Die sind wichtig. Sehr wichtig. Na und beim nächsten Mal, weiß ich nicht, was machen wir beim nächsten Part überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Tränke haben wir erstmal genug hergestellt. Wir könnten noch andere Trank- und Brauzweige nehmen, die wir bisher noch nicht uns angeguckt haben. Mal gucken. Ne? Die Zeit ist auf unserer Seite. Da das jetzt die Essenskiste ist. Machen wir das auch zur Essenskiste. So einfach ist die Kiste. So einfach ist die Kiste. Scheiße, wir können hier nicht öffnen, weil die Fackel falsch lag oder stand oder hang. Sie hang falsch, ja. Da macht es noch mehr Sinn, sie hier am Wandpfosten aufzustellen. Ich kann sie immer noch nicht öffnen, oder? So, willst du mich eigentlich verarschen? Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, Alter. Ohne Scheiß. Wow. Okay, Kinders, dann wäre es das erstmal für diesen Part. Beim nächsten Mal gibt es Random Action. Wir gucken mal, was uns gerade so in den Sinn kommt. Und dahingehend entscheiden wir, was wir machen. Vielleicht brauchen wir weiter, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Kinders, haut rein. Ciao.